Ahoi, liebe Campingfreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Es ist mal wieder soweit. Eine neue Folge bei Schau mal rein, Fahrzeugvorstellung. Wir zeigen euch ein Fahrzeug so, wie ihr es sehen würdet, wenn ihr auf die Messe kommt. Einfach mal reingeschaut, also bei der Serie oder so. Ja, und wann geht's damit los? Nach dem Intro. So, wir schauen uns das Fahrzeug mal an. Gleich im Eingang, man sieht sofort ein Tischbrettchen und auch hat man hier Haken zum Einkaufstasche vielleicht ablegen oder sowas. So würde ich das mir jetzt vorstellen. Jo, Leute, hier auf den Messefahrzeugen, bitte müsst ihr Weinsberg nachsehen, die Stange hier vorne zur Stabilisierung fehlt. Die Tische sind alle etwas am Rumeiern und so weiter. Das muss man halt sagen, weil das Problem ist, dass die Zuschauer leider diese Stangen klauen. Warum auch immer, was auch immer die damit anfangen können. Aber so ist es halt. Jo, der Wagen kommt hier natürlich mit dem Fiat daher, logischerweise. Und wir haben dann natürlich das bekannte Fach hier oben. Dann haben wir gleich hier vorne indirektes Licht, das sieht man hier durchstrahlen. Und dann haben wir ein schön großes Fach, einmal zwei geteilt, so dass man so ein bisschen auch was trennen kann. Zwischenböden sind nicht drin, das ist nur hier an der Seite. Da gibt es natürlich einen Zwischenboden, aber wo ich sage, mit Zwischenboden unter der Dinette, da befindet sich auch noch ein Fach. Und zwar ein relativ tiefes Fach, wo man bestimmt gut Schuhe, würde ich mir gut vorstellen können, hineinpacken kann. So, dann haben wir hier drunter bestimmt noch etwas Versorgung und so weiter. Ach, guck mal an, was verbirgt sich denn da? Da finden wir den Tisch, also das Tischbein. Das ist ja interessant und witzig gelöst. Hier drunter ist die Heizung, da geht es natürlich nicht mehr weiter. Dann haben wir hier an der Seite die ganzen Kochmöglichkeiten, Abwaschmöglichkeiten. Schön finde ich das übrigens mit den Spender. Die sind bestimmt nicht mit drin, aber es ist eine gute Idee. Also wer halt so ein Fahrzeug halt hat, der kann das natürlich auch so lösen. Dann haben wir hier mit DIMM-Funktion das Ganze. Das finde ich übrigens ziemlich cool. Und dann kann man halt das ausmachen oder anmachen, wie auch immer. Also das ist eine ganz gute Sache und gut gelöst. Über der Dinette ein Fach, wo man noch Gewürze und so weiter hineinbringen kann. Hier gibt es unseren Kühlschrank übrigens, den gleichen, den haben wir auch, allerdings von dem Schweizer Hersteller, aber ansonsten ist der sehr gleich. Ja, was soll man sagen, hier oben noch eine Ablagemöglichkeit und ansonsten schauen wir doch mal ins Bad hinein. Im Bad kommt uns die Tedford-Toilette natürlich sehr bekannt vor, ein Waschbecken hier. Es ist relativ klein in dem Fahrzeug, die Ablagemöglichkeiten. Habt ihr da auch nochmal, da gibt es sozusagen auch noch eine Vertiefung, ein Seitenfenster und ansonsten gibt es hier an der Seite nochmal Ablagemöglichkeiten. Oben gibt es noch eine kleine Lüftungsmöglichkeit. Dann haben wir hier an der Seite noch ein großes Fach, da werden wir natürlich auch mal reinschauen und das ist eine relativ bekannte Klappe, wo man halt noch Utensilien hineinpacken kann, sowie hier ein Haken. So, jetzt müssen wir natürlich noch einmal nach hinten schauen. Und an der Seite die Kleiderhaken und dann haben wir halt hinten das Bett noch. Auch überall indirekte Beleuchtung. Hier haben wir die Ablagemöglichkeiten. Und ja, auch das, schön finde ich das immer wieder mit den Zwischenböden. Genauso wie hier unter die Ablagemöglichkeiten. Und wichtig ist ja auch im Bett dementsprechende USB-Beleuchtung, dann USB-Lademöglichkeit. Und das gibt es hier auch. Großes Dachfenster. Hier kriegst du richtig schöne Lüftung rein und auch eine kleine Box. Auch hier hinten müssen wir natürlich noch mal reinschauen. Gasflaschenmöglichkeit hier an der Seite. Das Fahrzeug hat keine Dieselheizung, das ist eine Gasheizung. Dadurch brauchen wir auch die Gasflaschenmöglichkeiten. Und ansonsten eine echt große Garage. Rechte Seite sind noch Ablagemöglichkeiten. Linke Seite ist hier die Versorgung. Und was wir hier haben, ist noch eine Außendusche-Möglichkeit mit
Warmwasserfunktion an Ausschalter für die für die Pumpe natürlich. Und hier würde man Schnellverschluss für die Heizung dann nutzen. So, auch nochmal von außen uns das Fahrzeug betrachtet. Von der linken Seite, also auf der Fahrerseite, haben wir die ganzen Versorgungen. Hier unten ist das Ganze mit dem Ablassen. Die Truma-Heizung ist unter der Dinette, das haben wir gesagt. Und der ganze Wagen kommt auf dem Ducato 10. Also hat die neue Optik von Weinsberg, vorne Weinsberg-Logo drauf. Das bietet sich natürlich an. Der Carbus 600 MQ aus dem Jahre 2025, Edition Fire. So wie ihr ihn hier seht, würde er 70.539 € kosten. Mhm. Sonst Basispreis knappe 60.000. Wie immer, alle wichtigen Informationen, wie viel Liter der Kühlschrank kann, was Bettenlänge und so weiter und so fort, das kriegt ihr gleich wieder am Ende angezeigt. Und solange würde ich sagen, soll es das gewesen sein mit einer neuen Folge Schau mal rein auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. In dem Sinne, bleibt uns gewohnt, bleibt gesund und dann sagen wir ciao, ciao. Tschüss.